Was tun Sie, wenn Menschen Ihnen den Respekt verweigern? Wenn sie behandeln wie Dreck, wenn sie ignoriert werden, beschimpft werden, angegriffen werden oder schlicht übersehen werden, als wären sie einfach nur Luft? Das sind Situationen, in denen Ihnen jemand anders den Respekt verweigert. Und jetzt gibt es 5 grandios wirkungsvolle Sätze, mit denen Sie sofort Respekt zurückgewinnen können. In diesem Video stelle ich Ihnen diese Zaubersätze vor. Mein Name ist Martin Wehrle, Buchautor und Karriereberater. Wie kommt es eigentlich, dass Ihnen jemand den Respekt verweigert? Es gibt nach meiner Erfahrung 3 Möglichkeiten. Der erste Grund, und das ist leider der häufigste, Sie selbst verweigern sich den Respekt. Sie nehmen Ihre Wünsche nicht richtig ernst. Sie lassen anderen den Vortritt. Sie haben viele, viele Selbstzweifel. Und das überträgt sich dann nach außen. Denn wer sich selbst erniedrigt, der wird in der heutigen Zeit eben nicht erhöht, sondern der zieht Erniedrigung durch andere an, was gegen unsere Gesellschaft spricht, nebenbei gesagt. Der zweite Grund, warum Sie keinen Respekt bekommen, Ihr Gesprächspartner, der ist egoistisch, der ist achtlos und weil er nur an sich denkt, fällt ihm gar nicht auf, wie respektlos er mit Ihnen umgeht. Zum Beispiel habe ich schon Chefs erlebt, die ihre Mitarbeiter eindeutig angebrüllt und zur Schnecke gemacht haben, später aber in der Beratung behaupteten, ich war zwar laut, aber ich habe absolut sachlich gesprochen. Empathie gleich null. Und der dritte Grund, das ist der allergefährlichste, nämlich jemand, der hat Freude daran, Sie zu erniedrigen. Es baut ihn auf, wenn er jemanden einschüchtern kann, beleidigen kann, kränken kann. Er verweigert Ihnen den Respekt, weil er Sie psychisch am Boden haben will. Ihr Leid, das baut ihn auf. Je weiter er Sie unten sieht, desto weiter sieht er sich selber oben. Und das ist eine Sache, die machen oft Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeit, zum Beispiel Narzissten. Welche 5 grandiose Sätze bringen Ihnen jetzt den Respekt der anderen sofort wieder ein? Legen Sie einfach eine Situation zugrunde. Angenommen, ein Kollege sagt zu Ihnen in einer Teamrunde, und zwar eindeutig in böser Absicht, was du hier erzählst, das interessiert ohnehin keinen. Das ist ein fieser Angriff auf Ihre Autorität, das ist eine große Respektlosigkeit. Und nun die 5 Strategien, mit denen Sie kontern können. Strategie 1. Fordern Sie den anderen auf, seinen Vorwurf zu wiederholen. Zum Beispiel, wiederholst du bitte, was du gerade gesagt hast? Betonen Sie diesen Satz mit einem gewissen Erstaunen, so nach dem Motto, da muss ich mich wohl verhört haben. Warum bringt Ihnen diese Reaktion Respekt ein? Weil Sie sich offenbar nicht einschüchtern und ins Boxhorn jagen lassen, denn statt vor den Worten wie vor Geschossen, die Sie hätten treffen sollen, davonzulaufen, sagen Sie, übertragen, schieß bitte noch einmal. Und jetzt passiert was ganz Verblüffendes. Der andere wiederholt seinen Vorwurf kaum 1:1, sondern er mildert ihn selber ab. Probieren Sie das einmal aus, es funktioniert in 3 von 4 Fällen. Strategie 2. Deuten Sie den Angriff des anderen einfach positiv um, sodass sich das Geschoss, das er auf Sie abgefeuert hat, in einen freundlichen Konfettiregen verwandelt. Sie verstehen den anderen also bewusst falsch, nämlich sehr, sehr positiv. Zum Beispiel sagen Sie auf den Satz, was du hier erzählst, interessiert ohnehin keinen, folgendes: Wenn du damit sagen willst, dass meine Argumente neu sind und etwas mehr Gedankenschmalz vom Zuhörer erfordern, dann stimme ich dir vollkommen zu. Das ist eine sehr souveräne Reaktion. Statt sich wegzuducken, nehmen Sie eine Siegerpose ein und was wird der andere jetzt tun? Er wird versuchen, seine Aussage richtig zu stellen, womit er plötzlich das Problem selber hat und den Rechtfertigungsdruck, den hat er auch. Und das haben nicht mehr Sie. Und das ist schon mal sehr gut. Strategie 3. Erwidern Sie die Respektlosigkeit mit einem völlig sinnlosen Zitat oder Sprichwort. Zum Beispiel sagen Sie auf, was du hier erzählst, interessiert ohnehin keinen, den Satz: Meine Oma sagt immer, eine Pfütze wird kein Meer, auch wenn sie sich selbst dafür hält. Gerade weil diese Aussage keinen Zusammenhang mit dem Angriff hat, ist sie so wirksam. Denn was passiert jetzt im Kopf des anderen? Der Angreifer, der versucht voller Verzweiflung, dieses Rätsel zu lösen. Was meinen Sie bloß mit dieser Aussage? Ist der Angriff gegen ihn gerichtet
Und wahrscheinlich wird er dann zurückfragen, ja, wie meinst du das? Dann sagen sie ganz cool, denk mal drüber nach, du kommst schon drauf. Kurz gesagt, der Angreifer wird völlig aus dem Konzept gebracht und automatisch steigt ihr Status wieder, während der Angreifer nach unten wandert. Jetzt kommen wir auf die vierte Strategie und den vierten Satz zu sprechen. Fangen Sie plötzlich an, ein Protokoll zu führen. Zücken Sie zum Beispiel einen Block und einen Stift und sagen Sie, Moment, diesen Satz von dir, den muss ich mir gerade mal aufschreiben. Du hast gesagt, was du hier erzählst, interessiert ohnehin keinen. Und dann kritzeln Sie den Satz aufs Papier. Was glauben Sie, passiert jetzt in dem Angreifer? Natürlich schreit ihm sein Gehirn eine Frage zu. Warum schreibt er diesen Satz auf? Was will er damit gegen mich unternehmen? Will er sich beschweren? Kurz und gut, der Angreifer gerät selbst in eine gewisse Panik. Auf einmal ist er nicht mehr damit beschäftigt, Ihnen den Respekt zu rauben, sondern damit um seinen eigenen Respekt zu fürchten, zumal Sie ihn, auch wenn er Rückfragen stellt, nicht damit erfreuen werden, dass Sie ihm sagen, was damit gemeint ist. Sie antworten dann, wenn er nachfragt, zum Beispiel, rate doch mal, und schon sind Sie wieder im Hochstatus und der andere, der rutscht in den Tiefstatus ab. Und hier noch eine fünfte Strategie, kündigen Sie Konsequenzen an, ohne sie näher zu definieren. Zum Beispiel, du bist dir hoffentlich klar darüber, welche Konsequenzen dieser Satz haben wird. Nun hängt ein Damoklesschwert über dem Angreifer. Er fragt sich verzweifelt, welche Nachteile er sich gerade eingehandelt hat. Und alle Nachfragen, die er Ihnen stellt, die werden zum selben Ergebnis führen. Sagen Sie einfach, du wirst schon drauf kommen, wenn du lang genug darüber nachdenkst. Und so ist er erneut auf sich selbst gestellt und mit seiner eigenen Panik beschäftigt, statt Ihnen Angst zu machen oder Ihnen den Respekt zu verweigern. Und wenn Sie Ihre Rhetorik so entscheidend verbessern wollen, dass Sie in jeder Situation Respekt bekommen, dann lege ich Ihnen mein Personal Power Paket ans Herz. Das sind 3 Videokurse für Selbstbewusstsein, für Rhetorik und für Motivation. Die begleiten Sie über 30 Tage hinweg mit über 120 Übungen. Das bringt Sie richtig voran und Sie bekommen von den 3 Kursen einen komplett und einen zur Hälfte geschenkt. Klicken Sie gerne die kostenlose Probe an. Und abonnieren Sie meinen Kanal auch gern mit Glocke, dann verpassen Sie kein Video mehr. Ich freue mich auf Sie, Ihr Martin Wehrle.